Alice, ich gehe schon ran. Hallo? Leslie, ich bin's. Ist was passiert? Mikes Großmutter geht's leider wieder sehr schlecht. Oh nein. Ich glaube, Mike sollte lieber bald kommen. Ich werde ihm einen Sonderausweis besorgen. Kannst du bei ihm vorbeifahren und ihn herbringen? Natürlich, ich fahre gleich los. Danke. Ich mach's so schnell ich kann. Bis gleich. Das Essen ist in etwa einer Stunde fertig. Es tut mir leid, aber ich kann nicht da bleiben. Ich muss noch mal weg. Weshalb denn? Wegen Molly Phelan. Ich muss Mike ins Krankenhaus bringen. Es ist ernst. Tut mir leid. Soll ich Ihnen das Essen warm halten? Nein, nein, besser nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Ich werde vielleicht unterwegs was essen. Oh, hallo. Tag. Oh, tut mir leid, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss sofort weg. Oh, macht nichts. Ich komme zu Mrs. Grant, nicht zu Ihnen. Oh, na gut. Wir sehen uns dann spät. Wiedersehen. Auf. Wer ist da? Mike, Frau Dr. Weber. Oh, hi, hallo. Kommen Sie rein. Guten Tag. Wollen Sie sich nicht setzen? Oh nein, danke. Ich brauche mich nicht zu setzen. Oder möchten Sie etwas trinken? Nein, das ist nicht nötig. Wie aufmerksam du bist. Danke. Es ist ein bisschen unordentlich hier. Entschuldigen Sie. Ach, du hast doch schon eine Menge aufgeräumt, habe ich den Eindruck. Meinst du nicht auch? Großmutter hasst es, wenn überall meine Sachen herumliegen. Ja, ich weiß, Großmütter sind so. Weißt du was? Ich helfe dir einfach ein bisschen. Das ist toll, danke. Oh, sie ist vor ein paar Minuten weg, um uns etwas zu essen zu kaufen. Aha. Du, ich bin sehr froh, dass du erst fragst, wer es ist, bevor du die Tür aufmachst. Meine Großmutter wollte das so. Sie macht sich zu viel Sorgen um mich. Das kommt daher, dass deine Großmutter dich sehr lieb hat. Ich hoffe, sie kommt bald zurück. Ich glaube, du vermisst sie sehr. Ja, Corky fehlt sie auch. Das können verstehe Sie mir sagen, ich. Wann sie wiederkommen? Nun, nein, aber ich weiß, was dich sicher freut. Ich komme. Oh nein, ich bin hier, weil ich dich fragen will, ob du sie besuchen möchtest. Dort im Krankenhaus? Ja. Ja, Dr. Rick rief mich an und bat mich, dich zu fragen, ob du sie heute Abend besuchen möchtest. Sie meinen, ich dürfte sie wirklich sehen? Na klar, wir haben was zu sagen. Wir kriegen dich rein. Wirklich? Ist ja super. Also dann nimm deine Jacke und wir gehen. Okay, aber ich... Oh, ich muss vorher noch zusammenkehren. Das dauert nur noch... Ist schon gut, der Boden ist sauber genug. Den Rest machen wir später. Gut. Du zieh deine Jacke an und ich hinterlasse eine Nachricht für Rose. Okay. Danke, Frau Doktor. Aber das mache ich doch gern. Okay, ich schreibe einfach... Liebe Rose... Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Das reicht. Ja, das ist gut. Zu einem Besuch. Zu einem Besuch. Wir sind ins Krankenhaus zu einem Besuch. Schöne Grüße, Leslie. Gut. Ja. Damit sie sich keine Sorgen macht, weil du nicht da bist. Sonst kommt sie nach Hause und weiß nicht, was los ist. Wow, sie wird sich wundern, dass ich ins Krankenhaus darf. Ich muss jemand Besonderes sein. Na klar. Das bist du wirklich. Komm, jetzt gehen wir. Ja. Na, wie geht es unserer hübschesten Patientin? Wenn Sie mich meinen, ich bin in den besten Händen. Nicht nur die Schwestern sollen ihre Freude haben, Molly. Ist es eine Freude für Sie, meinen Blutdruck zu messen? Was sonst? Sie überraschen mich, Dr. Drake. Ich dachte, Sie machen sonst nur auf junge Mädchen jagen. Die Mädchen jagen ihn. Ich spiele auch ganz gern mal Onkel Doktor. Das tun Sie? Ja, und ich komme mit meinen Kranken gut zurecht. Darf ich jetzt vielleicht auch einmal, bitte? Mit Vergnügen. Sie sind still. Ja, Doktor. Ich weiß. Nicht reden. Er ist nicht gut, oder? Sie können noch nicht am nächsten Marathonlauf teilnehmen, aber so schnell gebe ich bei Ihnen nicht auf. Ich fühle mich so schrecklich. Alt, so schrecklich, müde. Auch für einen Besucher? Wer kommt mich schon besuchen? Mike. Mike ist hier? Ja, Leslie holt ihn ab, er ist gleich hier. Darf er denn rein? Oh ja, das können wir schon arrangieren. Was denken Sie? Würden Sie sich freuen? Oh, um meinen Enkel zu sehen, bin ich niemals zu krank. Ist er wirklich unterwegs? Er wird bald hier sein, Molly. Vielleicht käme ich lieber meine Haare.
eine Schwester wird Ihnen helfen, sich schön zu machen. Sie ist gleich da. Wirklich? Ich kümmere mich darum. Ich danke Ihnen. Ich komme gleich wieder, Molly. Für Ihre Mühe. Ich schicke Ihnen. Gleich. Wie geht's, Mrs. Fallon? Schlecht, Bobby. Lausig. Jemand soll Miss Fallon beim Kämmen helfen. Ja, Doktor. Rick mag den kleinen Mike sehr. Rick wollte immer schon einen Sohn. Und er hatte nie einen. Und hatte auch nie eine Tochter. Laura ist adoptiert. Hat Mike noch irgendjemand außer seiner Großmutter? Soweit wir wissen, nicht. Es wird eine ziemlich schwere Zeit für ihn. Ja, oder mit Ricks Worten ziemlich lausig. Ich melde mich hiermit für heute ab. Ist gut. Ist irgendwas? Ja, wir waren oben bei Mrs. Fallon. Oh. Ich habe gehört, es geht dir nicht sehr gut. Nein, es geht dir gar nicht gut. Armes Kind. Hallo, guten Abend. Hey. Hallo, Mike. Wie geht's dir denn, Mike? Wusstet ihr, dass ich was ganz Besonderes bin? Natürlich wissen wir das. Ja, ich bin wirklich was ganz Besonderes. Ich besuche meine Großmutter, obwohl ich noch so klein bin. Also, als du reinkamst zur Tür, war mir klar, du warst was ganz Besonderes. Bist was Besonderes. Bist natürlich, Entschuldigung. Gewesen. Rick besorgt ihm auch einen besonderen Ausweis. Und ich weiß unter Umständen, wo wir ihn wahrscheinlich bekommen. Georgia, würden Sie mir erlauben, unseren Gast zu begleiten? Für Mike machen wir eine Ausnahme. Also komm mal, Mike. Zeigen Sie mir den Weg. Okay, komm mit. Noah, hast du nach Mrs. Fallon gesehen? Ja, Rick und ich waren bei ihr. Es sieht nicht gut aus. Oh. Mike hat keine Ahnung, wie es mit ihr steht, oder? Nein, ich wollte ihn nicht durch Kleider packen oder sowas erschrecken, für den Fall, dass er heute Nacht plötzlich woanders schlafen soll. Außerdem kann ich ja Rose anrufen und sie bitten, etwas für ihn zu bringen. Nun, Noah und ich wollten gerade essen gehen. Können wir nicht vorbeigehen und das machen? Wirklich? Würdet ihr? Oh, das wäre ja wundervoll. Bevor wir gingen, habe ich mit der Dame von nebenan gesprochen, von Nummer 35. Sie sagte, sie kümmert sich um den Hund. Corky. Okay, na klar, kein Problem. Danke. Hi. Nimm den Schlüssel. Okay. Hallo. Wo ist Mike? Amy holt gerade mit ihm einen Ausweis. Er kommt gleich wieder. Bobby und ich werden seine Sachen holen für den Fall. Gut, vielen Dank. Gehen wir? Okay. Bis später. Gute Nacht. Leslie, diesmal schafft sie es nicht mehr, ausgeschlossen. Nur ein Wunder kann sie noch retten. Dr. Rick! Hi, ja, was haben wir denn da? Was ist das? Das ist ein Spezialausweis mit meinem Namen drauf. Tatsächlich, sieht ziemlich beeindruckend aus. Ja, Amy hat ihn mir besorgt. Hast du dich auch bei ihr bedankt? Na sicher. Es war mir ein Vergnügen. Ich laufe hier gern rum mit einem gut aussehenden Mann an meinem Arm. Das ist gut für mein Image. Danke, Amy. Also, gehen wir jetzt zu deiner Großmutter? Ja, natürlich. Na, dann wollen wir. Er ist ja so ein lieber Kleiner. Na, bist du ein braver Junge, Mikey? Ich glaub schon. Wie geht's, Corky? Dem geht's gut. Er vermisst dich wirklich sehr, Großmutter. Oh, ich vermiss ihn auch. Wann kommst du nach Hause, Großmutter? Oh, ich denke, ich darf bald nach Hause, Mikey. Oh, ich vergaß. Du hast es nicht gern, wenn ich dich so nenne, Mike. Mikey ist okay. Ich liebe dich, Mike. Ich hab dich auch lieb, Großmutter. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Dr. Rick sagt, du sollst viel schlafen. Ich komme bald wieder, Großmutter. Bleib brav. Werde ich. Es ist Zeit für uns zu gehen, Mike. Das schlechte Wetter war nicht gut für Großmutter. Nein, das war nicht gut. Ah, ich habe ein bisschen Geld gespart, damit Großmutter in den Süden fahren kann im Winter, wie die Quartermans auch. Sie muss einfach weg aus der Kälte. Ich glaube nicht, sie würde ohne dich gehen wollen. Oh, ich habe nur genug Geld für eine Fahrkarte und nur für die Hinfahrt. Das ist nicht so gut, weil Großmutter ja zurückkommen muss, wenn der Schnee wieder weg ist.
Ja, ich glaube, dass ihr das am liebsten wäre, Mike. Ich vermisse sie immer, wenn sie nicht da ist. Sie ist eingeschlafen. Schleichen wir uns davon, ja? Wofür ist das? Damit sie ein bisschen besser atmen kann. Fast so gut wie im Süden. Was? Komm, kleiner Mann.